Der Große würde sich herablassen, Holz zu schleppen und Nägel einzuschlagen. Dann sage ich, dass die Arbeit zehnmal so schnell vergangen vorangehen wird. Sie verneigt sich mehrmals schnell und kurz. When my labors are done, where then should I go? No one from the tribe visits to give work any longer. Wenn meine Arbeit getan ist, wohin soll ich dann gehen? Es kommt niemand vom Stamm mehr, um mir Arbeit zu geben. Komm mit mir, die anderen werden dir Platz machen. To follow in your shadow. This is my highest honor. In deinem Schatten zu folgen, das ist meine höchste Ehre. Mit der Faust über den Herzen tritt sie in die Reihe der anderen Geister ein, die sich um dich drängen. Ja, und den Geist, den ich hier getötet habe, den kann ich leider nicht mehr retten. Gut. Also gehen wir jetzt wieder umstrukturieren. So, Xotimus mal raus. Ach, da kann auch Adolf raus und wir holen Palegena wieder mit rein. Auch wenn eigentlich gerade die Gruppe, die mir für dieses Gebiet vorgeschlagen wird, im Loading Screen, in der Xoti, Palegena und Adolf sind. Naja, da habe ich zwei Frontkämpfer. Eine Priesterin. Oder ein Magier. Es ist eigentlich egal, was ich bin. Aber ich höre jetzt einfach mal so gut ich kann auf das Questlog, was die Begleiter angeht, die mir vorgeschlagen werden. Vielleicht werden wir es beim nächsten Playthrough anders machen. Wenn es nochmal zu einem kommen sollte. Jetzt aber erstmal zurück ins Dorf. Die Gruppe umstrukturieren und rasten. Und dann wieder in den Widmauf rein. Dann werden wir hoffentlich in der Aufnahmesession uns noch um den Drachen kümmern. Zum Glück hatten wir hier jetzt einen direkten Ausgang und mussten uns nicht wieder mit einem Auerochsen, Minotaurus und einem Haufen starker Seelen uns so rumschlagen. So, dann wieder hier absteigen. Also alle von Xoti wieder raus. Palegina und den anderen wieder rein.
So, Rückzug der Boten. Oh, ich sollte vielleicht, wenn ich hier gerade schon bin, die beiden Nebenquests abgeben. Sicher ist sicher. Weil, wenn ich den Widmer aufschließe, kann es ja sein, dass der Gletscher schmilzt. Oder dass die Leute hier abhauen. Hello again. What I have is your... So, Vorräte brauche ich eigentlich nicht. Wobei, ich nehme den Grog. Und das Ale. Und das Rimstotter. Ach, Hammermeißel und so nehme ich auch gern noch. So. Dann. The light will guide me. Xoti und Vatnir. Palegina und Vatnir. At your service, Watcher. Dann einmal rasten. Gut. Palegina, für dich habe ich jetzt was. Also erstmal die Sachen hier weg. Palegina, für dich habe ich jetzt was Schönes. Ja. Erholgeschwindigkeit, Angriffszeit. Probier mal die Axt. Okay, Vatnir. Hat Heilsprüche und hat noch eine hervorragende Streitaxt. Die kann weg. Yes. So. Wir haben gerastet, wir haben die Leute ausgetauscht. Jetzt geben wir die Nebenquests ab. Also was heißt die Leute ausgetauscht? Die Gruppe neu organisiert. Jetzt geben wir als nächstes die Nebenquests ab. At once. Das war mal hier der Bierbrauer. You return. Is it too much to hope that you do so bearing fluid from a rhyme construct? Du bist zurück. Könnte es womöglich sein, dass du die Flüssigkeit des Frostkonstrukts bei dir trägst? Ja, hier bitte sehr. Fantastic. I can mix it into the first batch immediately. Fantastisch. Das kann ich sofort einmischen. Nicht so schnell. Er zuckt zusammen und lässt seine Hand an deiner Seite herabsinken. Was? Ich kann dir das nicht geben, es ist furchtbar giftig. Ich gebe es dir, aber du musst wissen, dass es höchst giftig ist. Wir haben noch nicht über die Bezahlung gesprochen. Okay, ich bin mal so, ich gebe es ihm. Well, hardly surprising. All things end, what matter if some sooner than others. Ist es das? Überrascht mich kaum. Alle Dinge finden irgendwann ein Ende. Was macht es schon, wenn es für einige früher kommt? Er nimmt die Flasche an. Fuck, Lautur. Excuse me, I must add this immediately. Was? Daklatur? Ach, Dankbarkeit. Entschuldige, einen Moment, ich muss das sofort hinzugeben. Here, lad. Drink deeply to the beast of winter. This is, certainly something. Spicy, yet sweet. Oh, it's, the colors. Sweet oblivion, Nivardir. I think you've got something here. Is it... I feel a bit... as if I'm in a long ship on a mad sea. God! Not entirely unexpected. Still, he seemed to enjoy it. For a time. Okay. Ich, fasse noch mal zusammen. Also, der Braumeister sagt, hier kommt, nimm einen anständigen Schluck auf die Bestie des Winters. Darauf entgegnet er, das ist etwas würzig und doch süß. Oh, es, die Farben, süßes Vergessen. Ja, war dir, ich glaube, du bist auf etwas gestoßen. Ist das, ich fühle mich, als wäre ich auf einem Langschiff bei stürmischer See. Oh, bei den Göttern. Bote wurde getötet. Nicht vollkommen unerwartet, trotzdem scheint er es genossen zu haben, für eine gewisse Zeit.
developed a taste for our drink, have you? I'll oblige it. For coin or trade. Hast du Gefallen an unserem Gebräu gefunden? Was? Ich gebe dir gern was davon ab, gegen Münze oder Waren. Is there aught you require? Kann ich dir helfen? Dein Bier hat diesen Boten umgebracht. Rimargant has called him into oblivion. Far worse ways to go, if I do say so. In der Tat, Rimargant hat ihm das Vergessen gerissen. Es gibt schlimmere Wege abzutreten, würde ich sagen. Vielleicht solltest du selbst ein Schlückchen davon nehmen. No, no. Rimargant marks our endings. I would never hazard begrudging him the choice. Nein, Rimargant bestimmt unser Ende. Ich würde ihm diese Wahl niemals abnehmen wollen. Du hast ihm das Gesöff gegeben. Sag mir, was du zu verkaufen hast. Until then, I furnish what you seek. Das Ende der Welt mag bevorstehen, aber bis dahin besorge ich dir, was du brauchst. Ja, Rimargant Lager, das nehme ich gerne nochmal mit. Den Grog nehme ich mit. Ich nehme eigentlich alles. Was ist das? Ikewiv. Ach, das ist auch nur irgendwas anderes zum Trinken. So, okay. Ich kann auch dem Boten seine Kleidung und seinen Pelz abnehmen. Pff, wie makaber, ey. So, es ist eigentlich egal, in welche Behausung des Boten ich gehe. Das wird mich eh in diesen unteren Bereich, den sie in den Gletscher reingehauen haben. Na dann. Das war sie hier. How are you again? I hope the pilgrims have not been too much trouble to you. Ah ja, nochmal. Ich hoffe, die Pilger haben dir nicht so viel Ärger bereitet. Was there something else you wanted to know? Gibt es sonst noch etwas, das du wissen wolltest? Ja, ich habe die Pilger auf deiner Höhe getötet. You killed them. All of them. Du hast sie getötet, sie alle. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Jeden einzelnen Elfen. Ist das nicht das, was du wolltest? Sie sind keine Bedrohung mehr. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Many. So viele. Sie vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen. Foolish Breeze. You asked the Dusk Speaker. What did you expect? Törichte Briefe. Du hast den Dämmersprecher darum gebeten. Was hast du denn erwartet? Sie reibt sich die Stirn. Here. I've not much coin, but you've done as I've asked, so it's yours. Ja, ich habe nicht viele Münzen, aber du hast getan, womit ich dich gebeten habe, also gehören sie dir. Sie drückt dir einen prallgefüllten Beutel valianischer Münzen in die Hand. Was, 3500 Kupfer soll nicht viel sein, also für Normalsterbliche. Und Questerfahrung. Was hast du auf den Herzenbriefe? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich? Ihr Gesicht verzieht sich erst zu einem Stirnrunzel, dann zu einer Grimasse. Am Essen presst ihre grauen Lippen zusammen. When you did your bloody work atop the flow, did you see a woman about 30 winters my senior, with skin matching mine and a hair the color of butter? Als du dein blutiges Werk auf der Scholle verrichtet hast, ist dir da eine Frau aufgefallen, die etwa 30 Winter älter ist als ich, Haut wie meine und Haare gelb wie Butter? Nein, aber ich habe auch nicht nach ihr Ausschau gehalten. Wenn ich Bescheid gewusst hätte, hätte ich das getan. Du hättest sagen müssen, dass du nach jemandem suchst. Wenn sie tot ist, lasse das auf deiner Seele. Sag mir nichts. Wenn du willst, kann ich mir die Leiche noch einmal genauer ansehen. Nehmen wir die eins. Sure, that makes sense. I mean, she probably wasn't there. I just asked because, well, because. Das ist nur logisch. Ja, ich meine, vermutlich war sie ohnehin nicht dort. Ich habe ihn nur gefragt, weil, naja, einfach so. Still, I suppose it's a good thing for the watch. You ending the pilgrim threat. Dennoch denke ich, dass es gut für die Wacht ist, dass du der Bedrohung durch die Pilger ein Ende gesetzt hast. Woher kanntest du die Pilgerin? Ares, my sister. She was always, well, she believed. Truly believed. In a way that I never have. Ares, meine Schwester, sie war wirklich gläubig. Sie glaubte auf eine Weise, wie ich es nie konnte. Not that the gods were real. Obviously, Rimargant exists. But that doesn't mean we've taken the right lessons from him or interpreted them correctly. Nicht, dass die Götter existieren würden. Ich meine, offensichtlich existiert Rimargant, aber das heißt nicht, dass wir die richtigen Lektionen von ihm gelernt haben oder sie richtig interpretiert haben. Ares was always surer. She's smart.
incredibly smart. Always very interested in souls and machines and the like. But she was also very, very convinced. Eris war sich immer sicherer. Sie ist klug, unglaublich klug. Immer extrem interessiert an Seelen, Maschinen und sowas. Aber sie war auch schon immer sehr stark überzeugt. Sie schlingt die Arme um ihren Körper und atmet rasselnd aus. I've wasted enough of your time. I doubt Eris is still alive after all this time. But it would have been nice to have known. For certain. Ich habe schon genug deiner Zeit verschwendet. Ich bezweifle, dass Eris nach all dieser Zeit noch am Leben ist, aber es wäre schön gewesen, Gewissheit zu haben. Bestimmt. Thaklaut, Duskspeaker. And farewell. Da klappt dem Ansprecher und lebe wohl. Sie lächelt dich schwach an und dreht sich dann um. Etwa ein Blick mit karmesinroten Augen gerunzelter Stirn auf die jüngere Glamfelle. Was ist? Sie wendet sich dir mit einer hochgezogenen Augenbraue zu, die Lippen zu einem leisen, höhnischen Grinsen verzogen. That one reminds me of myself at her age. Not quite clever enough to realize how clever she is. Sie erinnert mich an mich selbst, als ich in ihrem Alter war. Nicht clever genug, um zu verstehen, wie clever sie wirklich ist. Nor half clever enough to realize how much cleverer she'll need to be.